herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Retro Review. Hier möchte ich euch ältere Spiele vorstellen, die es noch wert sind, gespielt zu werden. In der heutigen Folge geht es um You Don't Know Jack. Vielen von euch ein Begriff und eine beliebte Kindheitserinnerung. Cookie, unser Showmaster, begleitet uns durch eine skurrile Quizshow, die einzigartig in ihrer Form ist. Leider ist das Spiel aktuell auf Deutsch nicht erhältlich, aber es gibt bereits eine Gruppe, die sich dafür stark macht, 2023 eine neuere Version von You Don't Know Jack herauszubringen, die auch auf Deutsch erhältlich sein wird. Den Link zu dieser Gruppe und auch die Informationen, wie ihr diese Gruppe unterstützen könnt, findet ihr in der Beschreibung. Damit ihr die Zeit bis dahin überbrücken könnt, habe ich euch in den Unweiten meiner Festplatte einen Patch herausgesucht, der das Spiel auf Deutsch umschreibt. Um den Patch zu benutzen, muss eine Version auf eurem PC installiert sein. Installiert dann anschließend den Patch einfach darüber und schon könnt ihr das Spiel auf Deutsch genießen. Und nun im Anschluss ein paar Einblicke aus dem Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Bis bald! Hallo, meine verehrten Kandidaten. Wie viele von Ihnen darf ich denn heute bei uns begrüßen? Verstehe. Wir spielen eine Solo-Nummer. Gut. Tippen Sie bitte Ihren Namen ein. Okay. Und wollen Sie 7 Fragen spielen oder lieber 21? Was ging's denn in deiner Frage? Okay, ist angekommen. 30 Sekunden. Ihr Buchstabe ist das B. B wie Bananenrepublik. Himmel, haben wir die Mats für die Werbung? Was mache ich da in den 20 Sekunden. Okay, 20 Sekunden noch. Schön aufpassen jetzt und nicht vergessen. Wenn Sie denken, Sie wissen die Antwort auf eine Frage, drücken Sie erst Ihre Spielertaste und dann die Nummer der betreffenden Antwort. Alles klar? Okay, Kinder, passt auf. 9, 8, Desktop wegblenden. 7, ja, 6, auf Schwarz gehen. 5, 4, danke. 3, und los geht's. Tamara.pilz. Ich warte auf dich. Hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Hallo, herzlich willkommen bei unserer Show. Wie ich sehe, sind wir beide ganz allein. Das ist doch schön. Dann wollen wir mal loslegen. Kategorie wählen, bitte. Die Frage 1. Yeah. Und hier die Kategorie für diese Frage. Vielleicht zählt eben doch die Länge. Und 3000 Mark gibt es für die richtige Antwort. Ja, und jetzt kommt eine Penisfrage. Würden folgende Säugetiere die durchschnittliche Länge ihrer Penisse in irrigiertem Zustand vergleichen, welches hätte dann den kürzesten? Der Elefant, der Mensch, der Gorilla oder das Rhinoceros? Ja, jetzt oder nie? Moment, was steht hier? 15 Zentimeter bringt der Durchschnittsmann? Naja, also das... Jetzt, auf alle Fälle ist das die falsche Antwort. Leider haben sie sich nicht dafür entschieden. Der Gorilla bringt's auf ganze 5 Zentimeter. King Kong, dass ich nicht lache. Welche Kategorie darf's denn sein? Frage 2. Und jetzt? Sex und multifunktionales Innendekor. 2000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Stellen Sie sich folgende Szene in Ihrem Schlafzimmer vor.
Sie haben sich beim Sex mit ihrem Partner mit ihrem Ohrring in dessen Nabelring verfangen. Sie greifen nach dem Lichtschalter, stoßen dabei aber ihre Lavalampe um, die dabei zerbricht. Was könnten Sie mit dem Inhalt der Lavalampe noch anfangen? Ihre Garage in die Luft sprengen, ihre Wäsche damit waschen, sich die Zähne putzen oder ihren Küchenboden damit bohnen? Schlagen Sie zu! Jetzt passen Sie mal gut auf. Und hier die richtige Antwort. Lavalampen bestehen hauptsächlich aus Wachs und Wasser. Sie können also damit bohnen. Aber jetzt sehen Sie erstmal zu, dass Sie mit Ihrem Ohr von dem Nabel wegkommen. Kategorie bitte! Oh, bei die Frage Nummer 3. Wir machen die Kategorie. Sehr alte, nackte Frauen. Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. Mensch, wie hieß jetzt wieder diese Frau? Diese eine, die ich meine, die... Naja, wenn Sie mir draufhelfen können, drücken Sie Ihr Knöpfchen, tippen Sie Ihren Namen ein, ich meine den von der Frau, die ich meine, und drücken Sie dann Return. Also, sie war sozusagen die First Lady schlechthin. Ja, und sie hat zusammen mit ihrem Mann in einem Garten gewohnt. Und nach einem folgenreichen Zwischenfall mit einer Frucht sind Sie und Ihr Mann draufgekommen, dass man sich eigentlich auch was anzieht. Schießen Sie los! Eva! Gratuliere, Sie haben ein Wochenende im Paradies gewonnen. Nur finden müssen Sie es selbst. Okay, eine Kategorie bitte. Ah, Rhyme-Time, das ist fein. Und jetzt heißt es dick, nackt, frech und froh. Und hier die Kategorie für diese Schnickschnack-Frage. Spendenfreude und die Wurstigkeit des Seins. Und der maximale Gewinn für diese Schnickschnack-Frage beträgt 5000 Mark. Ich ziehe alle 1,5 Sekunden was von dem Geld ab. Je schneller Sie also raten, desto mehr Geld bleibt Ihnen. Aufgepasst, welche Redensart reimt sich auf folgenden Spruch? Stets stimmt eben mal was geben. Der erste Hinweis. Man könnte sagen, es ist eine Art verbales Achselzucken. Verbales Achselzucken. Naja. Ein verbales Achselzucken, wenn man etwas verbockt. Alles klar. Tippen Sie die Antwort ein und drücken Sie dann Return. Ja, los, los, los. Tippen schnell. Drücken Sie Return, wenn Sie fertig sind. Tja, manchmal sind 2 Tipps wohl ein Tipp zu wenig. Tja, der Spruch passt perfekt auf die Situation hier. Stets stimmt eben mal was geben. Nimm's leicht. Such. Cookie? 60 Sekunden. Eddie. Ist das an mir, oder? Eddie. Ja, doch. Ich höre nichts. Kannst du mal den Ton auf meinem Mann im Ohr ein bisschen leiser machen? Ich verstehe kein Wort. Dreh dich mal lauter. Danke. Oh ja, das kennst du. Hallo, mein Name ist Cookie. Willkommen bei unserer Show. Bla, bla, bla. Wie viele Kandidaten haben wir denn heute? Sie spielen allein, sehe ich das richtig? Würden Sie uns dann freundlicherweise Ihren Namen verraten? Jedes Mal verpasse ich meinen Einsatz, weil ich immer arbeite. Und bitte von der Regiewarte und die... Okidoki! Jedes Mal 30 Sekunden. Ihre Spielertaste ist der Buchstabe B, wie Bauchansatz. Muss es sein, dass ihr da dauernd auf meinem Kabel rumsteigt? Ich versuche hier was zu arbeiten. 20 Sekunden. 20 Sekunden, oh Scheiße. Okay, wenn Sie die Antwort auf eine Frage wissen, drücken Sie Ihre Spielertaste. Wenn nicht, dann nicht. Wenn Sie die Taste aber gedrückt haben, haben Sie für die Antwort nur ein paar Sekunden Zeit. Sonst verlieren Sie... Oh, Sie haben es eilig, was? Jack, es geht sofort los. Hopp, 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 steht nicht rum. Los! Welche Kategorie darf sein? Jetzt rücken, ja, man wär. Denn jetzt hantiert der Bär, oh yeah. Diese Kategorie trägt den Namen... Geniale letzte Worte. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Dass viele Menschen sich für Napoleon, Caesar oder sonst wen halten, ist hinlänglich bekannt. Wenn Sie wahnsinnig werden und sich für Goethe halten, was sollten Sie dann eingedenk seiner angeblichen letzten Worte sagen, wenn es mit Ihnen zu Ende geht? Und tschüss, und sie bewegt sich doch, mehr Licht oder welch ein Künstler stirbt mit mir?
Sie haben's in der Hand! Mehr Licht! Einige behaupten allerdings, Goethe wollte eigentlich sagen, mehr Licht hier so schlecht, als ihm sein eigenes Ableben dazwischen kam. Okay, wählen Sie eine Kategorie. 10 minus 7 plus 1 plus 3 gleich 2. Wir kommen zu der Kategorie Schlagkräftige Schweine. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Achtung, fertig machen zum Namen tippen. Ich gehe mal wieder meinem Hobby nach und wühle im Müll von Prominenten. Was haben wir denn da? Viele leere Packungen Haarfärbemittel blond, ein Bündel alte Gesangsnoten, ein paar zerrissene Liebesbriefe an einen Frosch und ein altes Drehbuch für Schweine im Weltall. Wem gehört wohl dieser Müll? Auf geht's! Antwort eintippen. Der guten alten Miss Piggy aus der Muppet Show. Aber angeblich mag sie es ja gar nicht, wenn man die Echtheit ihres Blonds anzweifelt. Au! Au, Mensch, Piggy! Nein, das meinte ich doch nicht! Nein, das steht dir ja... Nein, du siehst ja toll aus! Au, aua! Nein! Aua! Hörst du... Dann wählen Sie mal eine Kategorie. Frage 3. Und hier die Kategorie. Barbie lebt. Die richtige Antwort bringt 3000 Mark. Sitzen Sie bequem? Dann kann's ja losgehen. Angenommen, Barbie wäre ein richtiger Mensch. Was wären Ihre Maße? 101, 88, 96, 67, 39, 64, 84, 46, 71 oder 84, 58, 84? Na, so schwer war es auch nicht. Sehen Sie mal. 84, 46, 71. Und da heißt es, Barbie sei nicht realistisch. Eine Kategorie bitte. Halleluja, gesegnet sei die Frage 4. Die Kategorie für diese Frage lautet, die Gebrüder Grimm und sexuelle Aberrationen. Und bei dieser Frage gibt's 1000 Mark zu verdienen. Okay, wer könnte die folgende Kontaktanzeige aufgegeben haben? Geschwisterpaar sucht ältere Sie für Extremsex. Vorlieben, käfige Hühnerbeine, rituelle Kannibalismusspiele und Weihnachtsgebäck. Brüderchen und Schwesterchen, Rotkäppchen und der böse Wolf, Hänsel und Gretel oder Schneeweißchen und Rosenrot. Schlagen Sie zu! Das Inserat stammt von Hänsel und Gretel. Habe ich mir gleich gedacht, dass die Nummer mit der Hexe nicht einfach so weggesteckt haben. Dann lassen Sie uns mal die Kategorie wissen. Eine traumhafte Wahl, denn jetzt heißt es Sekt oder Selters. Und hier die Kategorie für diese Sekt oder Selters-Frage. Wenn die Körbe wirklich hochhängen. Okay, gut aufgepasst. Ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor und Sie sollen mir zu jedem Einzelnen sagen, handelt es sich dabei um einen Basketballstar aus der NBA oder um einen Astronauten? Wenn der Name, der auftaucht, der eines NBA-Stars ist, drücken Sie die 1. Wenn es der Name eines Astronauten ist, drücken Sie die 2. Um einen Begriff auszulassen, drücken Sie die 4. Jede richtige Antwort bringt Ihnen 500 Mark. Und jede falsche Antwort kostet Sie 500 Mark. Wie auch jeder nicht zugeordnete Begriff. So, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Wir stellen die Uhr. Und schon kann's losgehen. Gerald Carr, NBA-Star oder Astronaut. Charles Barkley. Leroy Cooper. Karl Malone. Neil Armstrong. Alan Shepard. Letzter Begriff. Scotty. Sechs von 7 richtig. Das ist alles andere als schlecht. So, und die nächste Frage bitte. Kategorie bitte. Jetzt bloß kein Schiss und kein Komplex. Wow, wow, wow. Frage 6.
Die Kategorie lautet diesmal Ich Tarzan, du Cheetah. Und dafür gibt es 2000 Mark. Sagen wir, Tarzan, der Herr des Dschungels, hat seine alten Möbel satt und beschließt, sein Baumhaus neu einzurichten. Welche Tiere könnten Tarzan bei der farblichen Zusammenstellung der Möbel helfen, da sie das komplette Farbspektrum sehen können? Elefanten, Leoparden, Brillenschlangen oder Affen? Ja, jetzt oder nie! Damit tun Sie sich keinen Gefallen. Falls es Sie interessiert, hier die richtige Antwort. Affen können das komplette Farbspektrum sehen. Cheetah, soll ich das gelb geblümelte oder das rosa gepunktete Sofa nehmen? Suchen Sie sich eine Kategorie aus. Wenn Sie zwei Begriffe sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Eine richtige Antwort bringt Ihnen 2000 Mark. Aber jedes Mal, wenn Sie daneben liegen, kostet Sie das 2000 Mark. Und Vorsicht! Drücken Sie Ihr Knöpfchen nur, wenn das Wortpaar zu unserem Fingerzeig passt. Wer gegen wen? Und das war's! Wow, nicht schlecht, ich muss schon sagen. Ach, aber Sie hatten ja auch keine Gegner und nichts. Und wissen Sie was, ich glaube, da war auch ziemlich viel Glück im Spiel bei Ihnen. Denn im Grunde haben Sie doch keine Checkung bei... You don't know Jack! Okay, ausgezeichnete Show, meine Lieben. Wir fahren die Werbung ab. Und Cookie, wie sieht's hier aus? Mann, wenn Ihre Freunde das jetzt gesehen hätten, wie Sie ganz lässig die Führung in der Tabelle übernommen haben, das wäre was, ha? So müssen Sie es Ihnen erzählen und wie üblich wird Ihnen keiner glauben. Ich hingegen würde Ihnen glauben, wenn Sie mir sagen würden, dass Sie nochmal spielen wollen. ...die Ihrem Genitalien den natürlichen frischen Duft gibt, den Sie von sich aus nicht haben. Dummister gibt es in den Duftnoten Blumenwiese, Balsamico und Autoduftbäumchen. Dummister gegen den Schmutz an und in uns. Meine Damen, ist Ihnen das auch schon mal passiert? Weisen unsere Verkaufszahlen für das letzte Geschäftsjahr ein Plus von 34,5%. Also das ist ja unheimlich, Himmels Willen. Sie sind mitten in einer wichtigen Präsentation und plötzlich rutscht Ihnen eine Ihrer Liebeskugeln heraus. Ein peinlicher Moment. Aber damit ist jetzt Schluss, denn der Vaginasan-Konzern hat die Lösung für Sie. Vaginasan Anti-Rutsch-Liebeskugeln. Die bleiben, wo sie hingehören.
Diese traditionellen erotischen Hilfsmittel, die japanische Frauen schon seit Jahrhunderten erfreuen, sind jetzt mit einem speziellen genoppten Klemmsaugnapf erhältlich, der auch bei einer starken Feuchtigkeitszunahme im Vaginalbereich jegliches Herausschlüpfen der Kugeln zuverlässig verhindert. Vagina-San, damit Sie sich vor Lustkugeln und nicht die anderen verlachen. Vagina-San Liebeskugeln gibt es in den Größen klein, mittel, groß und extra Bowling King Size. Susi, siehst du den süßen Typen da hinter mir? Ich glaube, der guckt mir die ganze Zeit auf meinen Hintern. Also nimm's mir nicht übel, aber das glaube ich eher nicht. Ach komm, Susi, du bist doch bloß eifersüchtig. Nein, überhaupt nicht. Ich meine damit nur, naja, Gabi, was ich meine, du hast keinen Hintern. Unterentwickelte, flache Hinterbacken? Das muss nicht sein. Monstropo hilft Ihnen da, wo die Natur Sie im Stich gelassen hat. Monstropo wirkt einfach und ist einfach anzuwenden. Vor dem Zubettgehen eine Handvoll Monstropo Aktivschwellcreme auf den Pobacken verteilen, kurz einwirken lassen, dann etwas Wasser zugeben, fertig. Während Sie selig schlummern, leistet Monstropo ganze Arbeit. Und schon am nächsten Morgen haben Sie ein Hinterteil, das die ganze Familie erfreut. Und nicht nur ihre Familie, auch ihre Freundinnen werden beeindruckt sein. Morgen, Susi. Gabi? Wow, mein Gott, was für ein Hintern. Das reinste Wunder. Nein, kein Wunder, Susi. Monstropo. Also, Gabi, ich kann nur sagen, du hast das Beste hinter dir. Meine Herren, kennen Sie das? Sie halten einen wichtigen Vortrag und plötzlich juckt es Sie unerträglich im Genitalbereich. Ein Griff in die Leistenbeuge kann hier die...